hochinteressante Gäste. Heute im Privatfernsehen Klartext zur Lage der Nation mit FDP-Chef Wolfgang Gerhardt. Und natürlich mit unserem Franz Lambert. Klasse. Schönen Dank, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind ja alle. Danke, schön, klasse. Sie sind alle mit dem Bus gekommen hier in den Hafen hinein. Nein, wir haben die nicht betrunken gemacht vorher. So meine ich das nicht. Ich meine, dass das Menschen sind, die wahrscheinlich noch ihren Führerschein haben, den wir ja jetzt demnächst abgeben sollen, wenn wir kleine Straftaten begehen. Das ist ja, wenn man, ne, Ladendiebstahl oder so. Fanden alle Parteien gut. Die CSU ist in der Hinsicht ja eine Selbsterfahrungsgruppe. Und die Frage ist, was machen die Leute, sagt der Justizminister. Sie kennen diese als Meinungsumfrage getarnte Justizminister Edzard Schmidt-Jorzig. Der sagt, was machen die Leute, die keinen Führerschein haben? Die haben Verbrechen frei. Schon überlegt, meinen Führerschein abzugeben. Allerdings war es eigentlich ein Vorschlag der SPD und die bezieht sich auf ein Beispiel aus Belgien und den Niederlanden. Da würde das ganz toll funktionieren. Wobei ich glaube, richtig harte Strafen wird es erst, wenn für jede Straftat, die ein Deutscher begeht, ein Holländer dessen Führerschein kriegen würde. Ja, das war nur eine Nachricht von den Meldungen der Woche. London. Die CD Candle in the Wind wird nach ersten Schätzungen die erfolgreichste Scheibe über die toteste Prinzessin aller Zeiten. Nach dem blitzartigen Ausverkauf springen nun auch andere Anbieter mit anderen Produkten ein. So gibt's beim Wiener Wald die Aktionswoche Candle in the Wind und bei Toys R Us die Windel um the Kind. Theo Weigel begrüßte die Mehrwertsteuereinnahmen aus diesen Produkten und will ein neues Finanzamt nach Dianas Fahrer benennen. Köln. Nur knapp jeder zweite Deutsche kennt Boys und sein Werk. 104% dagegen kennen Girls. Bekanntester Künstler ist Picasso mit 93%, 92% kennen Rembrandt, 91% wollen auf ihm reiten. München. Nicole Uphoff, waren Sie das? Nein. 100 Markscheine mit einer weißen Rückseite sind in München in Umlauf gekommen. Erste Vermutungen lauten, dies sei das Sondermodell Roberto Blanco für Sozialhilfeempfänger. Die Bundespost erklärte dagegen, es handele sich um eine ausreichend frankierte Postkarte. Bonn. Die CDU-Jugendorganisation Bündnis 90 Die Grünen will die Bundeswehr in eine Berufsarmee verwandeln. Zur Begründung erklärte der olivgrüne Sprecher Jürgen Trittin, sein Gehirn habe soeben den Dienst an der Waffel verweigert. Bisher habe man das Gegenteil gefordert, aber man wolle doch jetzt bald auch mal mitregieren. Denkbar sei eine Truppe von 75.000 Berufssoldaten. Alternativ könne man aber auch die FDP bewaffnen. New York. Mit einer Milliarde Dollar will US-Fernsehchef Ted Turner die UNO fördern. Im Gegenzug spendierte RTL 8,20 Mark für den Bayerischen Landtag. Bochum. Und damit zum Schluss. Deutschlands Theaterliebling Leandertaler Hausmann lieferte sich diese Woche eine Schlägerei mit seinem Regisseur. In der Sache sei es um künstlerische Grundsatzfragen gegangen, also um Helga und Uschi. Der Begriff der Gegenfinanzierung meint nicht eigentlich, dass wir mit unserem Soli den Ossis ihre schöne Gegend finanzieren, sondern es ist die aktuelle Forderung der Woche von Kurt Biedenkopf, dem vielfältigen Anwärter auf den Titel Kohl in der Pfeife Raucher des Jahres. Diesmal also fordert er eine Gegenfinanzierung und auch der Kanzler selber will natürlich Hilfe für ein Elendsgebiet, also für die FDP, und prompt gibt es Streit. Kompromiss ist zurzeit, die FDP wird diese Steuer senken. Und die CDU wird irgendeine andere Steuer erhöhen. Und beide zusammen werden anschließend behaupten, sie seien sich nur mal zufällig im Wahlkampf begegnet und kennten sich eigentlich nicht. Udo und Philine Ehling aber wissen ganz genau, die beiden gehen zusammen durch dick und doof. Kohl und Gerhard tun es. Eigentlich sind sich ja der Wolfgang Gerhard und der Helmut Kohl da völlig einig, dass der Solidaritätszuschlag runter muss.
So eine Absenkung, die bringt nämlich eine ganze Menge, wegen dem Standort Deutschland. Aber andererseits gibt's da natürlich Probleme mit dem Haushalt. Deswegen wollte der Kohl das erst auch gar nicht, aber der Gerhard wollte unbedingt, wegen dem Zustand der FDP. Deshalb hat der Gerhard den Kohl dann doch rumgekriegt und der hat dann nachgegeben und jetzt machen die das mit der Soli-Absenkung. Das heißt, der Soli geht jetzt ganz schön runter, aber nur sauber gegenfinanziert durch den Bürger. Und da haben dann alle was davon. Außer dem Bürger. Aber klar ist, nur wenn es einerseits richtig hoch geht, kann es andererseits auch richtig runtergehen. Da sind sich der Kohl und der Gerhard eigentlich ziemlich einig. Das heißt, wenn der Soli runtergeht, geht eben die Mehrwertsteuer rauf. Und das trifft den Bürger. Aber das braucht man eben wegen dem Konjunkturmotor. Also damit der Kohl bei der nächsten Wahl endlich sauber gegenfinanziert wird, und zwar durch den Bürger, oder? FDP-Vorsitzender, Vorsitzender der Liberalen Partei, wird man da angeblich nur unter dem Motto, er kam, sah und sägte. Der hier sägt das Gegenteil. Dr. Wolfgang Gerhard, Vorsitzender der FDP, der Mann, der die Partei wieder zusammengesetzt hat. Ich bin ein unabhängiger Mann, wir sind eine unabhängige Partei. Seine politische Karriere begann in Hessen. Landesvorsitzender und dann Minister für Wissenschaft und Kunst in einer sozialliberalen Koalition mit der SPD. Heute setzt er lieber auf Kanzler Kohl. Ich bin ein Anhänger dieser Koalition, ich will, dass sie Erfolg hat. Unter Wolfgang Gerhard gibt sich die FDP selbstbewusster, drängt auf Reformen ohne Kompromisse. Wir wollen Steuersenkungen erreichen. Steuersenkung ja, aber wer das Geschenk bezahlen soll, ist offen. Den Solidarzuschlag stufenweise rückzuführen. Solli-Senkung um jeden Preis. Gerhards FDP gibt sich kämpferisch heute im Privatfernsehen. Sehr herzlich willkommen, Herr Gerhard. Guten Abend. Guten Abend. Ich gucke gerade so, weil ich den liberalen Nachrichtendiensten entnommen habe, dass dieses Hemd unter 100 Mark kostet und handgenäht ist. Das stimmt. Boah, das ist aber günstig. Richtig. Sie sind sparsam oder geizig? Ich bin nicht geizig. Das wird in meiner Heimat hergestellt. Das wird woanders hin verkauft. Aber ich kenne den Hersteller. Ja. Ich kenne viele, die bei ihm beschäftigt sind, weil das die Menschen sind, die mit mir aufgewachsen sind. Sie sichern Arbeitsplätze. Und da kaufe ich die. Ich sichere sie, wo ich kann, ja. Das ist gut. Aber so billige Hemden kann man doch nur noch in Fernost nähen. Nein, das kann man auch in Deutschland nähen. Das wird ist der Standort ja in Ordnung. Ja, das super. Wird. Der Standort ist besser als sein Ruf. Aber wir können ihn auch noch verbessern. Sogar noch besser, als Günther Rexroth sagt? Wir haben alle Chancen, im Wettbewerb zu bestehen. Wir haben eine große Wissenschaftslandschaft. Wir haben ein Land mit öffentlich angebotenem Bildungswesen. Wir haben nur einige Bretter selbst vor dem Kopf. Wir haben eine unglaublich hohe steuerliche Belastung. Wir wundern uns dauernd drüber. Jetzt kommt wieder das FDP-Mantra. Nein, wir wundern uns drüber, dass jeder Mann woanders investiert, außer in Deutschland. Das kann man doch ändern. Bevor wir das ändern, fange ich noch mal da an, dass Sie ein sparsamer Mensch sind. Und wie ich gelesen habe, eigentlich erst in der Schule gemerkt haben, dass Sie selber aus einer armen Familie kommen, weil die anderen mehr hatten. Ja gut, das arm würde ich nicht bezeichnen, es waren bescheidene Verhältnisse. Normale Nachkriegszeit, meine Mutter war Kriegerwitwe. Also das war da habe ich nicht gekannt, nein. Das war eine Entwicklung, die nicht in Reichtum war. Dann haben Sie gesagt, das nie wieder, ich gehe in die FDP. Nein. Das ist ein Prozess, ob man sich politisch engagiert, der einige Zeit dauert. Ich bin dann während meiner Studentenzeit zur FDP gekommen, über den Liberalen Studentenbund, durch politisches Interesse. Nun ist bei der FDP im Moment eine Rollenverteilung, die erfolgreicher ist, als vor 2 Jahren viele gedacht hätten. Nämlich Westerwelle, und Sie kommen und sagen, ja, aber der beißt nicht. Also gut, wir haben wir haben jetzt eine Führung in der FDP, die Westerwelle einschließt, sonst viele andere aus dem Präsidium. Sie ist vielfältiger geworden. Sie hat auch unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Ja. Westerwelle ist ein anderer Typus als ich. Wir arbeiten gut zusammen. Es funktioniert gut. Warum? Aber es ist, finde ich, auch ein Generalsekretär, der hat diese Art des etwas Drängenden, des etwas Angriffslustigeren. Das ist in der Kombination sehr gut. Das finden Sie in jeder Mannschaft, die Erfolg haben. Die CDU hat Pech mit Herrn Hinze. Nein, das ist ein erfolgreicher Generalsekretär. Herr Lehrers wären Sie eigentlich geworden? Möglicherweise, ja. Wie schreibt man Zierat? Zierat schreibt man Z-I-E-R-R-A-T.
Hey, Sie sind in Wirklichkeit ein Fan der Rechtschreibreform. Nein, jetzt gerade die Rechtschreibung nach der Ja. Aha. Ich bin ja auch der Auffassung, dass sich Rechtschreibung langsam weiterentwickelt. Nur ich bin eben nicht dafür, dass sie in einem Volumen verordnet wird und dieser Scherbenhaufen entsteht, der nun entstanden ist. Ob jemand Delfin mit PH schreibt oder mit F schwimmen wird, das Tier einmal. Herr Deutschlehrer, die FDP sagt, der Staat muss sich raushalten. Ja. Ja, dann kann ich doch auch schreiben, was ich will. Ja, warum haben sich denn die Kultusminister dran gemacht, eine Rechtschreibreform zu verordnen? Wer war denn damals Vorsitzender der Kultusministerkonferenz? Ich habe eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Ziel, zum Konsens zu kommen. Aber was jetzt rausgekommen ist, ist doch kein Konsens. Noch schwerer. Ja. Sie gehen, Sie gingen. Ja. Sie röntgen, Sie... Was meinen Sie damit, Sie röntgen? Imperfekt des Verbes röntgen. Ach, Sie röntgen. Sie? Müssen Sie noch einen T, Sie haben geröntgt, Sie röntgen. Da müssen noch ein T rein. Aber das können Sie doch kaum ausdrücken, also schreibe ich es auch nicht so. Gut. Sie haben genau geröntgt, es gibt das Wort nicht. Damit's verständlich genau. Ist. Prima. Ich glaube Ihnen das jetzt, dass Sie Germanistik studiert haben. Wann sind Sie zuletzt geröntgt worden? Als ich meine Herzkrankheit hatte, ganz eindeutig. Ich habe Sie damals gesehen, Wolfgang Gerhardt, der früher hieß es Vorsitzender, mit Ihnen heißt es Gute-Laune-Beauftragter der FDP. Ja. Sagt, wir packen das, wir machen das, super, also niemand läute uns das Sterbeglöckchen. 14 Tage später lese ich in der Zeitung, zu dem Zeitpunkt, wo Sie das gesagt haben, waren Sie auf der Kippe. Hm. Ist mir so passiert. Muss wohl ein Erbstück aus der Familie sein, das an einer Zuleitung zum Herzen ein Knick war. Das habe ich nun mit Bypass-Operation überwunden. Hm. Und das habe ich als erledigt betrachtet. Vor dem Hintergrund kein Problem mehr damit gehabt. Toi, 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 drücke den Daumen. Gut. Bedanke mich. Ja. Vor dem Hintergrund las ich das dann anders, dass Ihre Frau damals gesagt hat, tu es nicht, Wolfgang, lass es sein, hör auf mit dem Parteivorsitz. Nein, sie hat das nicht aus diesen Gründen gesagt, weil ich das Problem als erledigt betrachtet hätte. Das ist mir wenige Tage nach meiner Wahl passiert, urplötzlich. Dass das war ja vorher im Wahlkampf schon mal passiert. Ja, es war aber eigentlich weg und ich habe gedacht, es ist erledigt durch eine Wahl. Glaubt man denn in so einem Moment, jetzt ist die Aufgabe wichtiger als mein Leben? Man ist in einem solchen Moment etwas unglücklich, weil man das Gefühl hat, jetzt passiert einem das. Ja. Man muss in eine Operation gehen und was haben alle anderen, für die man nun kandidiert hat, für ein Gefühl, ob er das schafft. Das hat mich schon... Kann man in so einem Moment, also ich aber das muss würde mir vorstellen, dass ich in dem Moment sage, Partei, alles schied egal. Ja, wenn man von Ärzten gesagt bekommt, dass es wirklich kein dramatischer Punkt ist, dass es durch eine Operation erledigt werden kann, dass es keine permanente Schwäche ist, es ist eine Stelle, dann hat man eine hochleistungsfähige Medizin, dann lässt man das machen. Also ich habe mich dann so entschieden und ich fühle mich wohl. Als Landespolitiker haben Sie Eckhard Gries unterstützt, den Parteivorsitzenden in Hessen. Bis zum Ende, dann wurden Sie sein Nachfolger. Als Bundespolitiker waren Sie der Eindrucksvollste, der Kinkel unterstützt hat, als er schon überall gemobbt wurde. Dann wurden Sie sein Nachfolger. Zurzeit unterstützen Sie Günter Rexroth. Ich werde mit Sicherheit nicht Wirtschaftsminister und habe auch immer klar erklärt, dass ich in dieser Legislaturperiode so bleibe in der Funktion, wie ich bin, Abgeordneter und Vorsitzender, mit der Möglichkeit, im Bundestag zu allen Themen zu reden. Das ist ganz wichtig. Sonst und dass ich nicht nach dem Kabinett schiele. Ich halte morgens das Fenster nicht auf, um einen Ruf zu hören. Gehören zu einer Splittergruppe. Sonst würde Ihre Frau aber auch wirklich schimpfen. Und zu Recht. Herr Gerhardt, erstmal vielen Dank. Bis hierhin. Danke auch. Wolfgang Gerhardt. Gestern noch zählte man ja Richard von Weizsäcker exquisit zum Schwafelsilber der Union und plötzlich hieß es dann, er sei jetzt ausgetreten. Falsch, sagt der Ex-Bundespräsident, bei der Partei macht auch Reintreten viel mehr Spaß. Und das tut er auch und sagt über Helmut Kohl, 15 Jahre sind genug, Demokratie braucht den Wechsel. Helmut Kohl brannte darauf, wie es heißt, die Sicherung durch, aber auch das ist natürlich kein Problem, denn Helmut Kohl ist der Mann mit der Lizenz zum Löten. Kohls Privatfernsehen. Mein Name ist Kohle, 00 Kohle. Und du gehörst nicht mehr zu uns. Aber meine Mitgliedschaft ruht doch nur. Genau. Und jetzt ruht auch das Mitglied. 00 Kohle mit der Lizenz zum Nachtreten in 00 Kohle, ja, Dr. Nobody. Na hopp, 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 ist meine Penny. Geheimwaffen hier für den Wahlkampf. Gemein, Chef. Ich will doch viel lieber Kuh sein. Blöde Kuh. Was ist denn das für ein Staubsauger? Ei, der Konjunkturmotor. Hier, springt im Wahljahr von alleine an. Ausgezeichnet. Ja, und was gibt's noch?
war unsere stärkste Geheimwaffe. Funktioniert auf Zuruf. Dr. Buddy und Mr. No selbst. Aber mal ausprobieren. La Fontaine wird Kanzlerkandidat. Was? Ja, so eine Frechheit. Ja, so habe ich die Sozen am liebsten. Geschüttelt, nicht gerührt. Mit seinem aktuellen Wirtschaftspapier zeigt Gerhard Schröder ja schon eindeutig die Stoßrichtung, die SPD als die größte FDP, die die CDU je werden konnte. Dabei ist Wirtschaftspapier ja eigentlich auch nur das vornehme Wort für Bierdeckel. Und auf einem solchen soll ja der Kanzler legendär mal aufgekritzelt haben, Schröder tritt 98 an. Und beides zusammen deuten nun inzwischen die Medien wieder als einen aber sowas von eindeutigen Hinweis dafür, dass es diesmal bei der Bundestagswahl krachen wird. Ganz anders als beim letzten Mal. Da hieß es ein Jahr von der Wahl, Kohl ist am Ende. Und beim vorletzten Mal hieß es ein Jahr vor der Wahl, das schafft der Kohl nie mehr. Kurz, es scheint da einen Automatismus zu geben. Ein Jahr vor der Wahl ist die Regierung ganz unten und dann feiert die SPD so richtig und dann verliert sie die Wahl. Horst Freudenthaler und Uli Stoll, gibt es die Kohlsche Kurve? 1986, ein Mann ist am Ende. Absolute Mehrheit für die SPD? Kohl ist ein Handicap für die CDU. Die Autorität von Helmut Kohl verfällt zusehends. 1987, Bundestagswahl, plötzlich siegt er. 1989, Helmut Kohl am Ende. Die Leute haben uns satt. Helmut Kohl riskiert seinen Kopf. Und wer ist 1990 Wahlsieger? Dies ist ein Tag der Freude. Andreas Borchers, Büroleiter des Sternen Bonn. Das Magazin sieht den Kanzler im Herbst 1993 ganz unten. Kanzler in Not. Das Gespür für das Machbare hat ihn verlassen. Das System Helmut Kohl ist am Ende. Offensichtlich war das ein Irrtum, dem wir aber nicht alleine unterlegen sind. Die Demoskopen hatten die Union abgeschrieben und die Journalisten auch. Kanzlerdämmerung? Helmut Kohl im Abwärtstrend. Klaus Wirtgen, Spiegel-Korrespondent in Bonn seit 27 Jahren. Er erlebt immer wieder, wie Helmut Kohl die Spiegel-Prognosen Lügen straft. Wir haben ja alle, so hoffe ich, nicht den Glauben an unseren eigenen Verstand verloren. Und insofern bilanzieren wir alle 4 Jahre vor Wahlen und kommen eigentlich immer wieder zu dem Ergebnis, zumindest bei der letzten Wahl 1994, eigentlich müsste er abgelöst werden, aber er hält sich. Woran liegt das? 1993, der Spiegel sieht Helmut Kohl am Ende seiner Regierungsära. Und ein paar Monate später kann der Kanzler verkünden, jetzt haben wir die 90er-Wahl gewonnen, haben die 94er-Wahl gewonnen. Das Wichtigste allerdings war, das hat sich bei der letzten Wahl gezeigt, dass es ihm gelungen ist, etwa im Frühjahr 1994 den Bundesbürgern zu suggerieren, der Aufschwung hätte begonnen. Der hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen. Es ist das Übliche passiert, was auch die Jahre davor passiert ist. Der Kohlsche Schweinezyklus ist wieder in Gang gekommen. Die Wirtschaft hat ihm mit einem Aufschwung geholfen. 1997, es ist wieder soweit. Helmut Kohl steht am Abgrund, wie all die Jahre zuvor. Das Ritual beginnt erneut. Die Wirtschaft wird ihm auch 1998, wie das 1994 der Fall war, wieder helfen. Sie wird beispielsweise Entlassungen, die sie für nötig hält, auf die Zeit nach der Wahl verschieben, damit die Arbeitslosenzahlen nicht steigen. Möglicherweise gibt es sogar ein paar Goodwill-Einstellungen, damit die Arbeitslosenzahlen sogar ein bisschen sinken und Kohl dann verkünden kann, seht ihr Leute, es geht vorwärts. Der Kanzler im Meinungstief. Auf der internationalen Automobilausstellung verkündet er, der Aufschwung ist da. Und Journalisten tragen die Kanzlererkenntnis in die Welt. Für einen soliden, übergreifenden Aufschwung müssen jetzt weitere Zeichen gesetzt werden. Es ist alles in Ordnung. Das System Helmut Kohl macht weiter wie bisher. Die Karawane der Union zieht weiter. Dann kann ich nur sagen, ich wünsche dieser Karawane, dass sie nicht ihr Ziel erreicht und dass sie irgendwo im Sand frühzeitig hängen bleibt.
In Hamburg sind die Nächte bang, summt vor der Wahlnacht die dortige FDP, die Partei zum Mitsinken. Bei 5 der letzten 8 Wahlen nämlich haben die Elbliberalen sich am Ende auf ihre 3 Punkte gesetzt und kamen nicht ins Stadtparlament. Auch diesmal liegen sie in den Umfragen noch irgendwo bei zu wenig fürs Parlament und zu viel für einen Führerschein. Bei nur 1300 Mitgliedern, die die FDP in Hamburg hat, hat sie immerhin die Chance, dass jeder mal Spitzenkandidat wird, und daran arbeitet sie auch. Und das nervt natürlich die Zentrale, denn ist es auch nur die Wahl in einer Stadt, geht es doch um wichtige, möglicherweise ausschlaggebende Sitze im Bundesrat. Deshalb sollte in Hamburg gepowert werden. Die Lösung, wie immer bei der FDP, die FDP spinnt, und zwar ein Netz. Marion Försching über den Sympathisantensumpf. Ein liberales Netzwerk spinnt sich seit ein paar Wochen um die FDP. Grund zur Freude auf der Gründungsfeier in Hamburg. Happy Hour mit Häppchen. Eingewoben sind Prominente aus Kultur, Sport und Wirtschaft. Warum aber brauchen wir eine solche Bewegung? Aus dem einfachen Grunde, weil der liberale Gedanke heute kaum noch offensiv vertreten wird. Sowas hört man gern bei den Blau-Gelben. Schließlich hat sich der Bundesvorsitzende höchstpersönlich um das Netzwerk gekümmert. Ich selbst habe auch Persönlichkeiten angesprochen, ob die mitmachen würden. Insofern bin ich mit der ganzen Entstehungsgeschichte auch verwoben. So um die 200 sollen im liberalen Netzwerk mit der FDP verwoben sein. Zum Beispiel Tennismanager Jon Tiriak, Entertainer Emmerlich, Kanu-Olympionikin Birgit Fischer. Und sogar Komiker Mike Krüger hat schon mit der FDP telefoniert. Liberale Menschen, die ein eigenständiges Leben führen wollen, die gegen den Versorgungsstaat sind, den Überversorgungsstaat, den patriarchalischen Staat. Die der Meinung sind, dass auch die wirtschaftlichen Probleme, die wir im Augenblick in der Bundesrepublik haben, sehr effektiv angefasst werden können durch das, was die FDP an Reformen vorschlägt. Deshalb unterstützt das liberale Netzwerk jetzt auch die FDP. Weniger Staat, mehr Wirtschaft. Ist Bertelsmann-Vorstand Frank Wössner deshalb ins Netzwerk geschlüpft? NTV-Chef Kulo schwört auf die liberale Linie. Wir sind nicht links, wir sind rechts. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts. Verstrickt im liberalen Netz, aber auch Schauspielerin Ursula Monn und Lindenstraßenmutter Mayan. Der Gedanke liberal, also dieser Gedanke, der hat mich persönlich sehr überzeugt. Eine Mutter muss liberal sein, sonst kommt sie gar nicht durch. Das liberale Netzwerk, fette Beute für die FDP. Wer kann so prominenten Wahlhelfern etwas abschlagen? Wenn jemand Unabhängiges sagt, in dieser Situation bin ich der Auffassung, man sollte FDP wählen, dann hat das eine ganz andere Wirkung. So. Wir gehen jetzt mal. Ihr seid ein schönes Paar. Ja, ne? Sieht gut aus, ne? Die Netzwerkstrategie, sich mit den Liberalen sehen lassen, wie hier beim FDP-Fußballspiel, und Sympathie und Gemeinsamkeiten aufzeigen. Wir haben auch schon mal zusammen eine Fernsehsendung gemacht und für einen wohltätigen Zweck Spiegeleier gebraten und verteilt. Ja. Und da haben wir uns am Anheben gekommen. Ja, wir haben uns gleich gut verstanden. Gute Worte und Gratiswerbung sind aber nicht genug. Wir haben auch Geld gesammelt für die FDP. Nämlich im Hamburg-Wahlkampf. Hier will die FDP am Sonntag die 5%-Hürde schaffen und mit Spitzenkandidat Wiegand in die Bürgerschaft einziehen. Ich glaube, dass diese Initiative für Hamburg entscheidend sein wird für den Wiedereinzug der FDP, weil sie um uns herum jetzt eine Bewegung zustande bringt. Auch wenn die Wahl am Sonntag verloren geht, will das liberale Netzwerk weiter politische Fäden ziehen. Nächstes Ziel, die Bundestagswahl. Und bei so einem Treffen, Herr Gerd, müssen Sie dann auch mit dem Hut rumgehen und Geld sammeln? Nee, ich musste das nicht. Das hat der Freundeskreis selbst getan. Die haben Geld gesammelt, auch für ihre Anzeigen, die sie für uns schalten. Die sagten, in Hamburg sind 70.000 Mark bei so einem Abendessen zusammengekommen. Das kann sein, ja. Das hat das liberale Netzwerk immer selbst gesammelt, auch für die eigenen Anzeigen. Die Persönlichkeiten geben ja auch dann Hinweise auf die FDP und finanzieren das selbst. Und das ist diese Zielgruppe, die den Soli nicht mehr bezahlen kann? Ja, es gibt viele, die den Soli nicht mehr bezahlen sollten. Der Soli ist eine Sondersteuer. Und ich finde, wenn viele Gewerkschaftspersönlichkeiten für die SPD werben, muss ich mich nicht dafür schämen, dass mittelständische Unternehmen und leidende Verantwortliche auch für uns eintreten. Das ist das Komische, dass eigentlich der am straffsten organisierte Fanclub der FDP, der Deutsche Industrie- und Handelstag, plötzlich sagt, er will das Wahlrecht ändern.
damit wir hier ein englisches Wahlrecht kriegen ohne die kleinen Parteien. Die müssen furchtbar böse auf Sie sein. Das hat der Präsident des BDI gesagt. Ich teile diese Auffassung nicht. Ja. Ich halte das Mehrheitswahlrecht für sehr problematisch, weil es ja auch zu Mehrheiten führen kann im Parlament, die überhaupt nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen repräsentieren. Warum will ein führender Industrieversprecher die FDP nicht mehr im Parlament haben? Ich glaube, dass der Präsident des BDI sich diese Äußerung auch hinterher überlegt hat. Was meinen Sie denn? Ja, ich glaube, dass auch führende Menschen aus der Industrie sehr einfach denken. Sie glauben, sie könnten Probleme mit Mehrheitswahlsystemen lösen. Sie haben andere Bewertungssysteme, als sie ein Politiker hat. Wir haben doch eine große Koalition. Also die Debatte der letzten Wochen ist doch nur, warum es jetzt keine große Koalition gibt. Ja, warum soll es sie denn geben? Wir haben ja praktisch einen Stillstand in der Politik, weil sich die Konstellation zwischen Bundesrat und Bundestag so blockieren in der Wenn sie weg wären, müssten sich die Großen ja einigen. Ja. Wir müssen uns einigen, auf jeden Fall. Und das hat nichts mit dem Wegsein der FDP zu tun. Ich glaube, dass dieses Land durch die FDP auch ein Stück Grundlinie bekommen hat, die wichtig war. In der Westorientierung, der marktwirtschaftlichen Orientierung, nehmen Sie mal die Ostverträge. Jetzt kommen Sie aber nie mit der guten alten Zeit. Nein, ich mache Willy Brandt war bei der SPD. Ja, aber wir haben seine Mehrheiten ermöglicht und sind als Vaterlandsverräter beschimpft worden. Und Walter Scheel hat damals fast die Bundestagswahl verloren, 69. Wissen Sie, ich sitze oft Sonntagabend vom Fernseher und gucke, ob es unseren Montag gibt, während andere in Tränen ausbrechen, wenn sie 20 Mandate verloren haben. Das mit Ihrer Pumpe. Hören Sie das auf? Das macht kein Problem. Herr Gerd, ich habe es eben so gern, dass wir doch noch eine Weile als politische Grundstücke in der Bundesrepublik vorhanden sind. Sie sind eben so elegant und beneidenswert schwungvoll über dieses Thema Soli weggegangen. Ja. Wenn man in Sachsen nur noch 1,6% der Stimmen bekommt für die FDP, ist es dann einfach die gerechte Strafe, dass Sie den Soli streichen? Ich habe in Hessen auch mal 2,9% gehabt und habe es wieder geschafft. Nein, der Soli ist eine Sonderbelastung. Der wird ja im Übrigen auch in den neuen Ländern bezahlt, was oft überhaupt nicht der Informationsstand hier ist. Deutschland hat eine zu hohe Steuerlast. Es macht doch keinen Sinn, den Menschen erst das Geld abzunehmen und dann wieder zu verteilen. Es macht aber doch, Herr Gerd, auch keinen Sinn, so zu tun, als wären alle, die ein bisschen Vermögen haben, geizig. Vielleicht gibt es ganz viele, die wollen solidarisch sein und für den Aufbau was hergeben. Ja, ich glaube aber, dass Arbeitsplätze in Deutschland nur wieder stärker kommen, wenn ich internationales, mobiles Kapital veranlasse, in Deutschland zu Investitionen zu kommen. Ich muss die Anreize hier geben. Ich benutze ein CSU-Argument, Gegenfinanzierung. Wenn Sie den Soli wegnehmen, wo soll die Kohle herkommen? Also hohe Steuern, die Haushalte müssten ja voll sein. Es dürfte ja kein Haushaltsloch geben. Die Steuern sind doch hoch genug. Komischerweise haben wir aber schwächelnde Haushalte. Einfach konkret. Sie nehmen 7 Milliarden weg, wo nehmen Sie die her? Wir haben im Haushalt Einsparungsmöglichkeiten und ein Stück kann auch offen gelassen werden, weil bekanntlicherweise Menschen, wenn man ihnen etwas mehr vom Ertrag ihrer Leistung belässt, damit er auch etwas anfangen. Also wenn Haushalte die Ossis keinen Soli mehr kriegen, geben sie sich mehr Mühe. Es geht besser in der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben zwei Steuerreformen in den 80er Jahren gehabt, wo auch jeder gesagt hat, haben wir ja Haushaltsausfälle. Wir hatten keine. Die Holländer haben 4 Milliarden Mark Mehreinnahmen, weil sie Steuern gesenkt haben. Und Prinzessin Beatrice hat diese Woche gesagt, jetzt müssen wir aber auch mal was Soziales tun nach all den schweren Jahren. Das kann man alles tun. Nur das größte soziale Gut ist ein Arbeitsplatz und nicht die Zahlung der Arbeitslosenhilfe. Ich will zu Arbeitsplätzen kommen. Sie haben ja einen. Ja, ich will ja auch, dass andere dazu kommen. Eine interessante Koinzidenz. Im Mai sagten Sie, noch nie hat eine FDP in einer Regierung so viel bewegt. Ja. Im Juli sagten Sie, wir sind an der Regierung, aber nicht an der Macht. Ja, wir müssen das durchsetzen. Würden Sie da theoretisch gegen einen Widerspruch sehen? Nein, wir haben in der Koalition die Zielvorstellung Steuerreform, Rentenstrukturreform, Gesundheitsreform durchgesetzt. Bei Gesundheitsreform übrigens auch im Gesetzgebungsverfahren. Wir sind bei den anderen Verfahren im Stocken, weil eine andere Mehrheit im Bundesrat uns gegenübersteht. Was demokratisch möglich ist. Das ist möglich, das ist legitim. Ich behaupte nur, es ist nicht fair, weil die Bundesratsmehrheit schon respektieren müsste, dass wir bei der Bundestagswahl eine Mehrheit erhalten haben. Wenn ich jetzt 10 Jahre, wir wären jetzt beide 10 Jahre jünger und würden sagen, von welcher Partei ist der denn da der Vorsitzende? Würden wir aus der Hüfte sagen FDP? Wenn Sie mich weiter zu Freiheitsvorstellungen, zu persönlichen Lebensvorstellungen fragen, können Sie es rausbekommen. Ausgezeichnet. Ja. Die Verengung auf die Ein-Thema-Partei ist dann unser Thema gleich im dritten Gespräch. Danke erstmal. Gleich nach der Werbung. Der heißeste Herbst seit 20 Jahren. So schick kann Terror sein. Die Sommerpause ist vorbei. Ja, ja, wo es Geld gibt, ist Dieter. Heute verdiene ich mich dumm. Und dämlich, Iris. Tja, bei so viel Geld ist mir echt alles egal. Ja. Geld. Käuflichkeit pur. Alle wegen Geld da. Für mich die einfachste Art, Geld zu verdienen. Ich bin als Journalistin hier. Ja, ja, Journalistin. Geld.
Wer kann dazu schon Nein sagen? Oh, dein Pullover ist ja steinhart und kratzt total. Ist der neu? Nein, mit pervers gewaschen. Wie das kratzt. Pervers, das extra harte Feinwaschmittel. Lass jucken, Pulli. »20 Jahre deutscher Herz« titeln die Titel und im Fernsehen tummeln sich plötzlich Terroristen, auferstanden von den Quoten. Die deutsche Vergangenheit wird bei nur noch geringem und gewaltfreiem Widerstand rücksichtslos aufgearbeitet. Der deutsche Herbst, der Terror, der RAF wird Thema für die Geschichtsschreibung, Verfilmung und Berichterstattung. Und frag mich nicht, die schlimmste Rache aber ist die derer, die damals bedroht waren. Sie ist radikal, sie geht an die Wurzel. Angefangen nämlich hat der Terror mit Andreas Baders Anschlag, Brandanschlag auf ein Kaufhaus. Und die Kaufhäuser und ihre klammheimliche Rache schildert Ihnen jetzt Birgit Quastenberg und Elke Thomessen. Deutschland im Herbst 97. Der Terror geht weiter. Tankstellen rufen die Revolution aus. Selbst die Mode setzt auf Terrorlook. Dänische Models spielen RAF. Originaltext: Ulrike und Freund Andreas schmieden Pläne im Café. Overall vom Diesel, Hemd Martinique. Fertig für die Demo. Bluse 399 Kronen. Ulrike wird von der Polizei festgenommen. Bullenschweine, schimpft sie. Das Shirt ist von Diesel. Ulrike wird abgeführt. Endstation hinter Gittern. Bluse von Diesel. RAF, der letzte Schrei. Schade nur, dass manche Kampfgenossen das nicht mehr miterleben dürfen. Snickers, das Mittel gegen das kleine Hungerstreikgefühl zwischendurch. Die RAF knallt nur noch als Gimmick. Das Kommando heißt Spaß. Und den haben auch die beiden Jungs der Roten Gourmet-Fraktion in Hamburg. Ein Catering-Service für Rockbands on Tour. Wir kochen und irgendwie im Kochen hat Politik nicht viel zu suchen. Ja, ich meine, Hungerstreik ist Quatsch eigentlich. Was soll das? Also, man kann dadurch definitiv nichts verändern. Wo ich fanatisch bin, das ist halt das, wenn ich irgendwie was koche und irgendwie das gelingt mir nicht. Da bin ich irgendwie super sauer und super fanatisch. Insofern habe ich da vielleicht schon was mit den RAF-Leuten gemeinsam. Bewacht wird die Rote Gourmet-Fraktion von der KGB gleich nebenan. Der kollektiven Getränkebasis. Seit 7 Jahren befinden wir uns eben im Kampf gegen den Durst. Wir haben uns 4 Jahre lang gegen Coca-Cola gewehrt, tatsächlich mit Erfolg. Das ist eben genau die Kapitalistenbrause, ne? Und am Samstag gehen junge Revolutionäre nach Kassel in den Techno-Club Stammheim. Als Heim für unseren Stamm. Also deshalb Stammheim, weil wir uns, sage ich mal, so als eine etwas größere Familie sehen. Wenn Leute sagen, so ein Name, weil für eine Disco, was sind denn das für Leute, dann weiß man gleich, die sind unlocker. Es hat einen kleinen Schuss Subversion, das hat es. RAF 97, richtig aufregender Fun. Von Mao bis Mao-Am ist es ja eigentlich auch gar nicht so weit, staunt die SPD auf einmal und startet zum ersten Mal einen richtig US-amerikanischen Wahlkampf mit dieser Taktik. Ja, was wollt ihr denn? Blitzumfragen am Telefon und dann blitzschnelle Kampagnen sollen es richten, den historischen Dreiklang Clinton, Blair und Dingsbums. Denn da ist ja noch die dritte Frage, die zweite, welches Schweindal hättet's denn gern? Gerd oder Oskar? Und solange die unbeantwortet ist, muss die SPD halt noch Wahlkampf machen nach dem historischen Klischee. Schatz, ich will mit dir schlafen. Ja, sagt er, fang schon mal ohne mich an. Matthias Buzinski und Sebastian Strasser aus dem SPD War Room. Aufgewachsen bin ich hier in Lahnstein, aber geboren in einem kleinen Dorf im Westerwald. Ein Deutschland, in dem die Kinder eine gesunde und lebenswerte Schluss mit dem SPD-Wahlkrampf. Knallig, bunt, Internet. Hauptsache neu. Anmache statt Ansprache. SPD-Wahlkampf 98.
Müntefering macht's möglich. Wir holen alles, was mit Wahlkampf zu tun hat, mit dem organisatorischen, technischen, hier in Bonn zusammen, in einer eigenen Wahlkampfzentrale, die verknüpft ist mit dem Ollenauer Haus. Wo früher mal der Verfassungsschutz drin war, da rödelt ab nächster Woche die erste SPD-Wahlkampfzentrale, Codename Kampa. Das steht für Kampagne. Allein der Parteispitze unterstellt, agiert hier ein frischer Trupp von Agitationsexperten. Da haben sich 400, 500 beworben, überwiegend junge Leute. Die Power haben, die nicht lange verbraucht sind, in Wahlkämpfen arbeitet, aber natürlich auch was Inhalte angeht. Das heißt, wenige Inhalte und nicht 35 Seiten Papiere. Ganz getreu der mächtigen Kopiervorlage. Tony Blairs Mega-Erfolg in England. Blair strickte erstmal seine Labour-Party um. Null Ideologie, straffe Führung, stramme Gefolgschaft. Und auf einmal war alles sowas von neu. New Labour, New Britain. Wir haben daraus Konsequenzen gezogen, was die Organisation des Wahlkampfes angeht. SPD-Vorbild Amerika. Hauptaufgabe der Wahlkämpfer dort, Stimmung machen, egal wie, Wähler umbiegen, zum Beispiel per Telefonkampagne. Auch das wollen die Sozis kopieren. Das wird Hauen und Stechen geben bei der Wahl, das wird ganz schwierig sein. Und ich habe auch keine Illusionen, da wird gekämpft werden müssen. We're canvassing, we're putting out signs, we're doing everything we can, it's all out war, and we want to do it. We're on the offensive, we're going at it, we never stop. So. Und genau so wollen sie in der Kampa arbeiten. Hart am Wähler, die richtigen Themen abschöpfen und dann besetzen. Auch wenn Inhalte und Programme dabei auf der Strecke bleiben. Populismus statt Programmatik eben. Der SPD-Vorstand ist sich da einig. Populistisch, das ist also ein Wort, was immer als Schimpfwort gebraucht wird. Ich finde das so schlecht nicht. Populismus ist vom Prinzip ja nichts Schädliches. Das ist sie, die Freisprecherlaubnis für die SPD-Frontmänner. Die lästig-rote Ideologie spielt keine Rolle mehr. Schröder oder Lafontaine? Die Kandidatenfrage bleibt weiter offen. Und damit auch die Frage, für wen denn nun die SPD-Wahlkampfmaschine arbeitet. Oskar Lafontaine wird auf dem Parteitag in Hannover wieder kandidieren und er wird sehr gut gewählt werden, da bin ich ganz sicher. Die Kopie der englischen Wahlkampfmaschine wird nächste Woche endgültig angeworfen. Damit verbunden die Hoffnung der SPD, dass das Ding auch funktioniert. Obwohl völlig unklar ist, wer uns am Ende den Blair machen soll. Ja, im Moment. Im Moment machen uns ja sehr viele den Freidemokraten. Also, ich meine, Sie sagen immer, es gibt außer der FDP nur SPDen. Lauter eine schwarze SPD, eine rote SPD. Ja, ja. Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, wir haben eine ganze Menge FDPen im Moment. Wie kommen Sie zu dem Eindruck? Ich meine, es könnte stärker sein. Sie könnten sich noch besser wünschen. Ja, könnten wir es besser vorstellen. Überraschung. Ja. Biedenkopf in der Union, der ganze Flügel, der aus den Sozialversicherungen aussteigen will, die umbauen will. Schröder mit seinem neuen Wirtschaftsprogramm, die Grünen, Fondsmodell bei der Rente. Sie sind beim Durchmarsch im Moment. Der Zeitdruck erhöht diese Themenbereiche. Das habe ich von Anfang an gesagt. Die Zeiten, in der die Politik in der Bundesrepublik Deutschland nur Verteilungspolitik war und jeden Konflikt zugedeckt hat, wir garantierte jährliche Wachstumsraten hatten, die sind vorbei. Was mich wundert, ist, dass Ihre Sponsoren und Mäzene sich so ein bisschen als liberale Widerstandsgruppe darstellen und in Wirklichkeit heute jede Putzfrau ein Statement zu ihrem Standortproblem braucht. Also die Themen, dieses Wirtschaftsthema hat die FDP doch meinungsführend gesetzt. Ja, natürlich, habe ich auch gar nichts dagegen, wenn andere unter dem Druck der Zeit jetzt zu ähnlichen Ergebnissen kommen müssen. Gut, aber andere haben es 5 Jahre verschleppt. Andere haben 5 Jahre Mehrheiten auf anderer Stelle gesucht. Mhm. Wenn wir jetzt die schöne Werbung nehmen für den Börsengang der Telekom. Mhm. Und die Telekom jetzt an der Börse ist, das hätten wir 10 Jahre früher haben können mit Veränderungen bei Telefon. Ja, wie viele Aktien haben Sie denn gekauft? Ich habe keine Aktien gekauft. Tja, das ist aber ein Fehler. Das ist aber nicht mein Punkt, Herr Küppersbusch. Weiß ich auch nicht, ob Sie gekauft haben. Es haben nur genügend Menschen anscheinend gekauft. Ja. Und es ist gut, dass in dem Bereich ein Wettbewerb kommt. Das geht bis in Hochschullandschaften hinein. Also nicht, dass Sie nachher sagen, ich wäre schuld. Nein, wir reden schon über Geld. Wir reden gar nicht über Geld. Wir reden über deutsches Denken. Das glaubt, ein Brief könnte nur von einem Beamten zugestellt werden bei der Deutschen Gelben Post. Und telefoniert könnte nur über das Netz öffentlich-rechtlich werden, während andere Länder viele Telefongesellschaften haben, wo die Kunden sich aussuchen können. Ja, bei Telefon. Nicht, dass auch Sie nachher sagen, ich sei schuld. Sie wollten über das irrsinnig breite Profil der FDP als Rechtsstaatspartei. Fragen Sie mich, ja. Also nur, dass ich es nicht schuld bin. Lauschangriff können die beiden Großen jetzt sowieso ohne Sie machen, ne?
Wir haben zum Lauschangriff die verfassungsrechtlichen Schranken vereinbart, die wir auch gesehen haben. Richterkollegium, ganz eindeutig, Berichtspflicht ans Parlament, um das Ganze transparent zu machen, mit Festschreibung im Grundgesetz. Also die einzige Chance, jetzt liberales Profil zu zeigen, wäre zu sagen, lass das die Dicken zusammen machen, wir finden das schlecht. Das wäre klassische FDP-Politik. Herr Kümmersbuch, ich glaube, Freiheit ist nicht nur ein Problem im rechtsstaatlichen Bereich. Freiheit ist eine Lebensauffassung. Die Gesellschaft hat sich abgewöhnt, eigentlich in ihrem privaten Bereich ein Stück mehr Verantwortung zu übernehmen. Es wird alles an große Kollektive gegeben. Es wird in Solidargemeinschaften gegeben, es wird erwartet, dass der Staat Probleme löst, es wird die Freiheit gewünscht, aber das Stück persönliche Verantwortung mit der Bereitschaft zum eigenen Risiko ist nicht mehr ausreichend da. Also gerade bei jungen Schülern ist in der Didaktik wichtig, konkret zu sprechen. Das sage ich Ihnen konkret. Ihr Mitgliederentscheid bindet Sie beim Lauschangriff an eine Haltung, dass Sie den jetzigen Kompromiss gar nicht mitmachen können? Doch, wir können den jetzigen Kompromiss mitmachen. Ja, wer hat jetzt recht, Sie oder Hirsch und Leuthäuser? Ich habe in diesem Punkt recht, sage ich ganz einfach, weil der Mitgliederentscheid mich beauftragt hat, in den Verhandlungen per Grundgesetz die Hürden, Richterkollegium soll entscheiden, nicht der Einzelrichter, und Berichtspflicht ans Parlament wegen der Nachprüfbarkeit zu verhandeln. Das ist geschehen und so wird auch normiert. Im Übrigen, beim Lauschangriff ist nicht nur ein Thema, ob man sowas möchte. Ich bin der Auffassung, dass beim Thema Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel dieses Instrument notwendig ist. Sie FDP wissen, dass in Hamburg macht gerade Wahlkampf mit Drogen freigeben. Nein, macht nicht mit Drogen freigeben. Nein, Heroin nur unter ärztlicher Kontrolle auf dem Weg zur Therapie, auch mit harten Drogen. Die FDP zu profilieren, ist der Versuch, den Pudding an die Wand zu nageln. Aber das kann ja Spaß machen. Wenn man überlegt, in welcher Haltung der Elder Statesman Weizsäcker sich jetzt zur Bundesregierung äußert, ist ja eigentlich für die FDP auch ein schönes Thema. Nach 15 Jahren hat sich eine Regierung verbraucht. Ne? Ja, dann müssen wir mal darüber diskutieren, welche Themen in 15 Jahren von wem behindert worden sind in der Bundesrepublik Deutschland. Die Opposition ist schuld, nicht mitregieren. Nein, Herr Küppersbusch, ich habe eine bestimmte Auffassung über Privatisierung, über Reduzierung staatlicher Beteiligung, über Aufgabenreduzierung des Staates. Ich habe einen Koalitionspartner, der sich mit dem Aufgabenbereich schwer tut und eine SPD, die schon gar nicht mehr für gut befindet und eine grüne Truppe, die im Übrigen immer mehr zu einer Staatspartei geworden ist. Sonntag Hamburg mit der SPD koalieren. Ja, dann will ich aber auch Ziele durchsetzen. Ich habe 6,9% der Aktienanteile im Deutschen Bundestag, um das so zu sagen, nach der letzten Bundestagswahl. Ich habe nicht die Mehrheit. Nicht bei der Telekom. Wir haben alle Möglichkeiten in Deutschland, mehr zu deregulieren, viel mehr Märkte zu öffnen. Da ist nicht die FDP dran schuld. Reden jetzt ich werbe für eine Mehrheit, die so denkt, wie ich es für vernünftig halte. Und da liege ich manchmal und manchmal gewinne ich. Nicht, dass wir jetzt gerade am Ende wieder über Geld geredet haben? Nein. Okay. Das ist auch eine falscher Eindruck von Entschuldigung, nein, das ist eine Denkeinstellung. Ich will einfach nicht, dass die Menschen glauben, dass der Staat ihnen von der Wiege bis zur Bahre die Probleme abnehmen kann. Ob das nun in den neuen Ländern auf der Grundlage aller SED-Herrschaften so geht oder im Westen so ist, weil man sich daran gewöhnt hat. Das wird das Land nicht wettbewerbsfähig machen. Alles klar. Das ist es so. Sind Sie nicht froh, dass im Verhältnis zu Weizsäcker der Genscher echt zurückhaltend ist? Ja. Mit Genscher sprechen wir über Probleme und über alles, was auch kritisch bewertet wird in der heutigen FDP-Führung und in den Chancen, die wir haben. Es ist ja keiner vollkommen, nur dümmer als die anderen bin ich auch nicht. Und ich vertrete eben eine politische Grundrichtung, die nicht wie die anderen die staatlichen Angebote mehr macht. Ich vertrete die rechte Armmuskulatur der Aufnahmeleiterin, die jetzt einen Tennisarm kriegt und dann zum Beispiel mit ihnen Tennis spielen könnte. Was, das können wir ja machen. Sehen Sie, ja, kann sie nicht, weil sie uns schon seit 2 Minuten abwinken. Du kannst mit ihm Tennis spielen. Das ist gerade ein Angebot. Wir können auch ein Mix spielen. Er soll sich auch eine Partnerin suchen. Wir machen das dann. Ich suche mir gerne eine Partnerin, aber nicht fürs Tennis. Das ist aussichtslos. Außerdem habe ich eine. Das hat wirklich keinen Sinn damit. Aber ich wollte immer schon mal gegen Guido Westerwelle Fußball spielen. Das ist bestimmt eine Riesennummer. Okay, Herr Gerhard, also jetzt, sonst wären es 3 Minuten. Erstmal schönen Dank. Und wir sprechen jetzt über eine eher künstlerische Betrachtung der ja beinahe schon zu 3/4 abgelaufenen Legislaturperiode, nämlich, dass es in Bonn zu einer gewaltfreien Besetzung gekommen ist, zu einer gewaltfreien Blockade sogar des Kanzleramtes, und zwar 94 von innen, und seitdem tut sich nichts mehr, sagen manche. Und das sei ja auch im Grunde schon der Zugabenteil der Amtszeit von Helmut Kohl, in der er sich und manche andere in seiner Regierung, ich will niemanden angucken, ich bin ja nicht in der Regierung. Vor allem, seien Sie froh, darüber empören, dass die Opposition gar nicht so richtig mitregieren will. Unklar ist, ob die Opposition das auch traurig findet oder eher sagt, haben wir Glück gehabt. Jedenfalls heißt der Allparteienkompromiss zurzeit stillgestanden. Hirne geradeaus, Udo Ehling und Mike Schäfer über die Zeitlupe und den Stillstand. Lob des Stillstands. Der Stillstand ist im Grunde gut als Zustand, wo sich gar nichts tut. Es tät sich nichts bei neuen Schulden, Reformen wären nicht zu erdulden.
Man würde kurz nicht unvermindert und immer weiter ausgeplündert. Der Stillstand hielt das Chaos klein. Wir sollten froh darüber sein. Gepriesen sei der Stillstand gerade, so wie Reformstau und Blockade. Denn das ist alles harmlos. Nur eines ist hier schamlos. Wenn theoretisch überlegt, sich jetzt bei denen doch was regt, wird's skandalös und unerhört. Drum ist der Stillstand so viel wert. Denn was die noch zu machen haben, sind allerhöchstens Hausaufgaben. Da fragt sich mancher schon, was ist da? Und liest erleichtert, noch Minister. Seht diese Augen bittend flehen. Ach, lasst die Dinge stille stehen. Was wir auch tun, es wird doch immer mit jeder Regung nur noch schlimmer. Drum sollt ihr weiter Stillstand machen. Und nicht darüber höhnisch lachen. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten. Dann ist übrigens der nicht mehr oder schon fast schon wieder oder was weiß denn ich, Minister Rudolf Seiters da und die rollende Legende. Wir sind mit dem Adel da, Prinz Poldi von Bayern, der Rennfahrer und Monarch. Tschüss.